Sie hören Juwelen im Morast der Langeweile, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich, für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Die beiden distanzieren sich hiermit schon einmal im Voraus voneinander. Sie hören Juwelen im Morast der Langeweile am anderen Ende der Leitung. Micky, allmächtiger Witzbold, Beisenherz und ich bin Oliver. Seid ihr bereit zu lachen, ihr Trottel? Oh, entschuldige bitte, ich habe vielleicht ein bisschen. Kein Problem. Ja. Oliver, ride like the wind, Polak. Und ja, es geht wieder los. Ne? Die Bo Derek unter den Podcastern auf einem weißen Schimmel. Reitet er nackt dahin. Sag mal, bist du irgendwo am anderen, nicht nur am anderen Ende der Leitung, sondern auch am anderen Ende des eigenen Raumes? Weil du klingst so, als wärst du irgendwo ein bisschen entfernt. Wie entfernt? Ja, du klingst für mich, klangst du gerade so, als wärst du irgendwo etwas weiter, als wärst du weiter entfernt im Raum. Aber Ich bin ganz nah am Mikro dran. Okay. Gut. Es wirkte gerade so, aber... Ja. Ne? Komm, ist ja egal. Wo bist schön, du denn? Schön, dass du den sauberen Einstieg jetzt, es hätte alles so schön Wetten, das mäßig sein können, wo Wolfgang Lippert die Stufen runtergesprungen ist. Also damit kannst du ja wohl den durchschnittlichen nostalgiebegabten Podcast-Hörer ja den Abend schon wieder kaputt machen, wenn du sagst, das ist wie bei Wetten, das und sie sehen in diesem Moment schon so, mein Lieber, hier, guck mal, erste Reihe, hier, da ist er, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und dann sagst du plötzlich Wolfgang Lippert, weil ja alle sich besonders gerne an die Wetten, das Jahre mit Wolfgang Lippert erinnern, ne? Also, ja, es ist, ich bin auf den nochmal gestoßen, Wolfgang Lippert, weil, also man muss kurz dazu sagen, es gab, ich glaube, ab 81 oder so eine Sendung, die hieß Wetten, das, die hat erst Frank Elstner moderiert, dann wirklich sehr, sehr lange Zeit Thomas Gottschalk, dann hat Thomas Gottschalk aufgehört und dann haben die irgendwie Wolfgang Lippert vom CDF aus dem Hut gezaubert. Ja. Das war ein großer Fernsehstar aus dem ehemaligen Osten damals. Der Osten ist es immer noch. Ja, ey, du weißt, was, nerv mich mal nicht hart gleich direkt. Sonst kriegst du gleich auch schon direkt den Vorwurf der Woche. Ach, okay. Den gibt's nämlich wieder. Er ist wieder da. Leute, ja, er ist wieder da. Alle denken Hitler, hä? Nein, er ist wieder da, der Vorwurf der Woche. Es gibt statt Twix jetzt für ein paar Wochen wieder Raider. Und auch das habt ihr vermisst. Der Vorwurf der Woche ist zurück. Alles klar. Aber was soll ich sagen? Ja, und in der ersten Folge ist der ja so übermotiviert, Wolfgang Lippert, diese 20 Show-Treppenstufen einfach runtergesprungen. Du dachtest auch, eigentlich hätte das wie bei Samuel Koch enden müssen, aber irgendwie Lippert hat das irgendwie locker hingekriegt. Und als ich jetzt, ich bin ja Vegetarier seit Dezember, und als ich dann irgendwo habe ich gesehen, war ein Ausschnitt. Ich weiß nicht, wegen dem Vegetarier, weil ich das gerade sage, auf jeden Fall gab es einen Ausschnitt, wo Paul McCartney bei Wetten, das ist, Wolfgang Lippert, und die lesen, die reden auch über dieses Vegetarier-Dasein. Ja. Ne? Und es ist, glaube ich, einer der schlimmsten Fremdschämen-Momente, die ich in der letzten Zeit hatte, weil der sitzt quasi auf seinem, also Lippert setzt sich fast auf den Schoß von Paul McCartney, tut so, als ob das sein Bruder wäre, und der schwitzt irgendwie, Paul McCartney, und der wischt ihm die ganze Zeit so durchs Gesicht mit der Hand mehrfach, dann mit Taschentüchern, und es war einfach, man kann es sich wirklich nicht mit angucken, also es wäre bei jeder anderen Person auch schon schlimm gewesen, ne, aber dann auch noch so Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Es ist wirklich, also das kann ich sehr empfehlen, einfach mal eingeben, Wetten, das, Paul McCartney, Wolfgang Lippert, es ist grauenvoll. Aber du weißt, wer das ähnlich empfunden hat wie du, oder? Ja, das ZDF.
Nee, Thomas Gottschalk tatsächlich. Thomas Gottschalk hat ja dem Vernehmen nach es nicht ertragen, dass dieser Typ da gerade an seinem Idol Paul McCartney ungelenk herumfummelt. Und das war tatsächlich... Also ich dachte, du meinst Wolfgang Lippert, sein Idol. Genau. Und das war tatsächlich das Initial, dass Gottschalk gesagt hat, es reicht, mein Lieber, ich muss zurückkommen. Und daraufhin hat er wirklich, also dem Vernehmen nach, das ZDF angerufen und gesagt, nehmt dem Dilettanten die Sendung weg, ich komme zurück, ich kann es nicht mehr ertragen. Ey, wenn du nicht aufhörst, wenn du über Thomas Gottschalk redest, den zu imitieren, dann werde ich dich ab jetzt auch imitieren, während ich über dich rede. Das ist ja mal was ganz, das wäre ja mal wirklich was ganz Neues, dass du mich im Rahmen dieses Formates imitierst. Das wäre, ist ja noch nie vorgekommen. Ja. Weißt du, Oliver, das ist schön, dass du das sagst. Ich habe das auch mit meinem Freund Markus Lanz besprochen. Na gut. Der Vorwurf der Woche, komm, hau raus. Ich bin sowas von begierig. Du hast überhaupt keine Ahnung, womit ich jetzt um die Ecke komme. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist ja das Schöne am Vorwurf der Woche. Ja. Also alles, was du zum neuen Weezer-Album, das erkläre ich gleich, worum es geht, geschrieben hat, ist so der größte Blödsinn, den ich seit wirklich ganz, ganz langer Zeit gelesen habe. Ja. Und es hat mir echt gezeigt, dass du überhaupt nicht verstehst, worum es bei der Platte ging. Aber das verzeih ich dir. Ja. Und deswegen erkläre ich kurz, worum es erstmal geht. So. Das wäre hilfreich. Es gibt eine Band, die heißt Weezer. Und die haben sich gegründet Anfang der 90er Jahre. Ja, du musst jetzt nicht allen erklären. Du hast gerade auch schon allen erklärt, was Wetten, das ist. Du kannst ruhig ein bisschen weiter in der Mitte einsteigen. Meinst du, unsere Hörer sind doof oder was? Die sind weder 12 noch doof. Also kannst du diesem Publikum, was wahrscheinlich im Schnitt 32 Jahre alt ist, durchaus schon zumuten, dass sie sowohl Wetten, das als auch Weezer kennen. Ja, ich weiß, warum du nicht möchtest, dass ich das erkläre, weil das noch mehr Fundament nämlich bietet dem Vorwurf. Wieso? Also darf ich kurz noch einwerfen, dass die Band Weezer mir grundsätzlich sympathisch ist? Ja, aber anscheinend ja offensichtlich, das hätte ich nämlich auch gedacht, dann hättest du es auch begriffen. Pass auf. Ah ja, okay. Weezer haben das blaue Album rausgebracht, Pinkerton rausgebracht, dann gab es erstmal eine Pause und dann kamen jetzt eigentlich seit 15 Jahren regelmäßig ganz viele Alben und viele Leute, die so Weezer-Hardcore-Fans sind, sagen immer so, die ersten beiden Alben waren die besten, aber jetzt schnallt man irgendwie, irgendwie ist alles gut, je mehr man sich mit dem Werk auseinandersetzt und wo Weezer auch immer schon bekannt für waren, Rivers Cuomo, der Sänger war, dass sie immer wieder Songs gecovert haben, wie heißt das von Coldplay, La Vida Dingsbums, du weißt schon, was ich meine. Ne? Viva La Vida. Aber auch von, genau, aber auch von Radiohead, Paranoid Android. Und das Interessante war, sie haben das immer so als Spaß gemacht, weil sie Spaß dran hatten. So wie du, wenn du eine Imitation machst, ne? Dann versuchst du ja genauso zu reden wie Helmut Kohl. Ne? Also das ist ja das auch, was dir Spaß macht. Ne? Ja, mit dem, wo jeder sagt, oh, warte. Ach so, okay. Ja, genau. Ja, und Weezer haben das auch immer gemacht. Die haben dann einfach Bock gehabt, einfach ein Lied fast so, wie es klingt, nachzuspielen. Ja. Und dass es so klang. Aber eben mit der Stimme von Rivers Cuomo, die auch immer sehr ähnlich klang wie die Songs. Und jetzt haben die bringen jetzt ein offizielles neues Album raus, das schwarze Album im März. Ja. Und die hatten ja jetzt einfach über Nacht irgendwann vor 2 Wochen so ein Coveralbum einfach auf den Markt geschmissen, so ohne das zu announcen. Ja. Und da waren halt Lieder drauf, ich guck gerade. Africa von Toto, ne? Africa, Everybody Wants to Rule the World. Take On Me von Tears for Fears. Genau, Paranoid von, wie heißen die Vögel, Black Sabbath. No Scrubs von TLC, Billie Jean, Michael Jackson und auch Sweet Dreams von Eurythmics. Und die Versionen waren schon, man hörte manchmal so leicht den Sinti oder so, der benutzt wurde, der ein bisschen anders war, aber das war fast identisch. Mhm. Und ich fand's halt einfach so als Weezer-Fan so mega, ne, weil alle so meine fast Lieblingslieder auf einer Platte. Und dann sah ich halt, dass du dich wirklich empört hast Platte. Und damit fängt der Fehler schon an. Ich habe mich überhaupt nicht Empörung ist das Letzte, was ich da empfunden habe. Es ist einfach jetzt schon Unsinn. Ich habe mich nicht empört. Ich habe lediglich
gesagt, wie sich das Album für mich angehört hat. Und zwar aus der Warte eines der Band grundsätzlich zugeneigten Hörers, weil ich die Band ja grundsätzlich gut finde. Ich habe mich nicht empört. Ich habe nicht gesagt, das ist ja unverschämt. Das ist das allerletzte. Alles Quatsch, habe ich nicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich mir das Album angehört habe. Und ich finde, dass das Beste ist, was man darüber sagen kann, ist, die Songs machen Lust auf das Original. Das ist aber weit entfernt von Empörung. Na, ich lese es mal vor, okay. Wenn das so ein richtiger Wort ist. Lies es ruhig empört vor, weil dann haben wir alle unseren. Nein, ich lese es so vor. Das Tollste am neuen Weezer-Album ist der Look. Kein Track bekommt einen neuen Zugang oder Twist, um seine Existenz zu rechtfertigen. Wenn man über die Platte aber wirklich etwas Nettes sagen will, dann die Songs machen Lust auf die Originale. Ist das jetzt Empörung? Naja, damit sagst du, du findest es halt unoriginell. Du hättest dir gewünscht, dass das mehr Interpretationsraum wäre und dann hörst du lieber die Originale. Ja, also in meiner persönlichen Welt. Ja, also sagen wir es mal so, natürlich kann eine Band wie Weezer so ein Album rausbringen, weil die Fans Spaß haben, offensichtlich. So. Für mich persönlich, der ich auch mich irgendwie gefreut hatte und dachte, ach cool, hörst du dir mal an, war es so... Ja, okay. So, wo ich dachte, ja, kann man hören. Aber dann muss ich ehrlicherweise sagen, fand ich wirklich jedes Original musikalisch interessanter. Und gerade auch die Version Africa. Ja, aber darum geht's doch nicht. Das versuche ich ja zu erklären. Ja, aber ich würde ja jetzt kurz eben gerne noch einen Ton sagen. Und so ein Song wie Africa von Toto, da hörtest du dann natürlich, also die Interpretation von Weezer oder das Nachspielen von Weezer hat nochmal sehr deutlich gezeigt, was Toto für hervorragende Musiker sind. Ist ja alles okay, kann man ja alles machen, aber in meiner Welt ist eine gute Coverversion eine, die dem Original einen völlig anderen Twist beifügt, so wie halt eben Hurt von Nine Inch Nails, gespielt von Johnny Cash beispielsweise, oder von mir aus Nothing Compares to You von Prince, gesungen von Sinéad O'Connor, ist ja nur mein persönliches Empfinden. Deswegen kann man das Album natürlich problemlos hören, weil die Songs gut sind, die Band Weezer ist gut, aber in der Kombination habe ich die Songs von anderen, in dem Falle von den Originalinterpreten, schon stärker gehört. Das ist es. Ja, aber das versuche ich dir jetzt zu erklären. Das war ja gar nicht das Ziel, diese Songs zu interpretieren, sondern wie wenn du Kohl imitierst, ja. Dann einfach das möglichst so, wie weit du das kannst, so nachzuspielen. Dann würde ich aber als Kohl, immer noch im Zweifel noch einen Twist reinbringen, indem ich sage, I like bad bitches, that's my fucking problem. Weil das nämlich der Original Kohl nicht gesagt hätte. Dann versuche ich dem wenigstens noch so einen kleinen Twist zu geben, indem ich Kohl einfach auch mal, komm mal her, du alte Fotze, sagen lasse. Damit man wenigstens das Gefühl hat, man hat nicht ganz das Original gehört. Aber das hast du noch nie gemacht. Natürlich. Du sprichst die auch immer so, nee, hab ich noch nie gehört. Ja, naja, aber ja, aber du bist ja auch jemand, der ja lieber das 1:1 hört und eben nicht irgendeine Coverversion mit einem Twist. Das wollte ich dir einfach nicht zumuten. Nein, weil ich habe da auch drüber nachgedacht. Und ich habe mich, natürlich finde ich auch von der Band Cake, das Cover von I Will Survive finde ich auch ein wahnsinnig gutes Cover. Ja. Aber nochmal, ich finde, du hast da was missverstanden. Und zwar, dass es überhaupt nicht der Anspruch war von ihnen, sondern das war schade. Genau denn ja, warum schade? Ich finde es gar nicht schade. Weil zum Beispiel jemand wie Nils Buckelberg, glaube ich, der ist ja auch so dieser Fan, soweit ich mich erinnere, fand es, glaube ich, auch ganz geil. Und das ist, glaube ich, das schnallst du halt nur, wenn du Fan bist. Und wenn du richtig. Sagst, ja, finde ich geil. Ja, richtig. Und wenn ich jetzt, aber du meinst doch auch, du bist Fan. Wenn ich jetzt, ich finde die Band gut, aber ich bin jetzt nicht so ein glühender Fan, dass ich jetzt, es gibt auch schon Rap-Künstler, die ich fantastisch finde. Und ich meine, das letzte und das vorletzte Album von J. Cole fand ich nicht gut, obwohl ich glühender Fan bin. Und aber ist kein Sohn von Helmut, oder? Stimmt. Das passt ja nicht. Jetzt darfst du mal. Wie hört sich J. Cole an? Meine drei Söhne, Walter, Peter und J. Cole. Was ein Schwachsinn. Nein, aber ich verstehe ja deine Position und das ist doch auch völlig okay. Du bist Fan. Ja, du bist ein bisschen aggressiv. Ich merke immer. Na, Moment mal, darf ich kurz erinnern an den Beginn des Gesprächs? Der fing an mit der Rubrik der Vorwurf der Woche. Das versteht sich ja wohl von selbst. Ein Vorwurf heißt ja nicht, dass du aggro. Du kannst dich auch einfach. Darum geht es ja, dass ich immer recht habe, dir das sage und du einfach sagst, ja, tut mir leid. Du okay, hast recht, dann entschuldige ich mich. Ja, siehst du, dann können wir jetzt auch ein bisschen weitermachen. Dann machen wir jetzt ein bisschen weiter. Wo bist du denn jetzt überhaupt gerade?
Ja, ich habe, glaube ich, heute richtig vielen Leuten den Valentinstag versaut. Ich bin nämlich in einem Wellness-Hotel Nein. im Osten, ne, so. Ja, Und im ehemaligen Osten. du kennst doch die Szene bei der Weiße Hai. Da sind alle am Strand, haben Spaß, genießen die Sonne und schwimmen, ne? Genau. Und dann taucht der Weiße Hai auf und dann ist erstmal die Party vorbei, ne? Ja. Und naja, hier ist halt Valentinstag in diesem Wellness-Hotel. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und die haben so einen schönen warmen Außenpool und da Oh schwammen dann auch so nein. Kerzen. Oh Da nein. schwammen dann auch so Kerzen. Und gefühlt waren da 20 Pärchen, die dachten, oh Mensch, ey, verliebt, Valentinstag eng Ja. umschlungen. Und ich hatte halt Bock, schwimmen zu gehen, Ja. ne? Und die waren da am Rumknutschen, am so Arm in Arm und so. Und da gibt's halt so eine große Treppe, die man in diesen Pool runter. Und das war dann, da hättest du echt von John Williams das dim, 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 dim. Also, sagen wir so, das meine ich halt. Das war ein bisschen wie der weiße Hai am Valentinstag. Das hört sich super an. Ja. Ganz traurig alleine ich in dem Becken und 20 andere Pärchen, ja. Aber andererseits hast du natürlich bei den Pärchen so ein bisschen dafür gesorgt, dass sie fortan noch enger zusammenglucken, weil A, sie gemeinsam etwas Traumatisches erlebt haben. Der Psychologe weiß ja, dass das Paare enger zusammenschweißt. Und zum anderen wissen sie jetzt nochmal, wie Einsamkeit aussieht. Und dann vielleicht waren sie gerade an dem Punkt, wo sie dachten, wir könnten uns vielleicht auch bald jetzt trennen. Und sind sie jetzt umso fester überzeugt, dass am Ende die Paarbeziehung doch die bessere Alternative ist. Du hast also viel Gutes vollbracht innerhalb der letzten Stunden. Du hast ja auch mir letzte Woche erklärt, im Borchert, dass wenn ich flirte, das nicht flirten heißt, sondern die Frauen nennen das Belastungs-EKG. Das Und weiß ich ja gar nicht mehr. ja, ich weiß. Und weißt du, warum du das nicht weißt? Weil du Ja. richtig betrunken warst. Super, Und ne? dann liebe ich dich. Ja, weil du so ein Kontrolletti bist. Du bist so ein Kontrollbruder. Ne? Und Ja. das Geile ist, wenn du 5 Bier getrunken hast. Dann lässt du mal los, Ja. dann bist du wie eine Schmusekatze, wie ein Affe, der in einem, so ein Babyaffe, der in einem Rund klettern will. Und das Lustige war wirklich letzte Woche, das ist jetzt wirklich für So ein unsere Kompliment hätte Hardcore. sich Werner Böhm von seiner Frau in den letzten Jahren auch mal gewünscht. Ne? Aber nein. Was wirklich lustig war für uns beide, es war wirklich so ein Juwelenmoment. Ja, aber Also bitte. wirklich. Wir hatten ja letzte Woche, also es ist jetzt für die Hardcore-Fans, die jede Woche zuhören. Wir haben ja letzte Woche über Tanja Tischewitz und letztes Jahr Berlinale gesprochen, ne? Ich bin Und eine Schauspielerin. wie das absurd ist, und du hast ja noch am imitiert, ne? Ja. Und ja, dieses Jahr war wieder Berlinale. Du hast da gearbeitet beim Opening mit Anke Engelke und dann hatten wir ja gesagt, komm, wir treffen uns ja wieder um 11:30 im Borchert abends. Und ich war auch echt kränkelig, dann hattest du dich gar nicht mehr gemeldet. Ich dachte, ey, vielleicht bleib ich zu Hause. Und dachte ich so, Gegenteilsübung, nein, du gehst jetzt nochmal hin. Sehr Bin ich da gut. hingefahren, du weißt ja noch gar nicht, was dann passiert ist, nachdem ich da war. Bin ich da hingefahren und zum Borchert. Und was lustig war, vorm Borchert wankte so ein Typ, den ich schon länger nicht mehr gesehen hatte, beziehungsweise doch ein paar Tage vorher, aber davor länger nicht gesehen hatte, Robert, so ein Regisseur, Realisator, Typ, Robert, auf jeden Fall habe ich den ein paar Tage vorher lustigerweise im Zug nach Hamburg getroffen von Ja. Köln. Und dann haben wir so die Zugfahrt verbracht, super nett. Ich habe den lange nicht gesehen und dann sehe ich den 2 Tage später wieder da, wanken vom Borchert. Und dann ging ich halt rein und dann habe ich dich auch relativ schnell gefunden mit unserem gemeinsamen Bekannten, der letztes Jahr auch da war, der uns Ja. eingeladen hatte quasi. Und dann haben wir da ja so getrunken und so. Und plötzlich, ey, gucken wir links rüber, sitzt da wieder Tanja Tischewitz. Man hat das Gefühl, dasselbe Dekolleté vom letzten Jahr Ja. Ich habe genau quatscht alle geguckt, es irgendwie war voll. dasselbe Dekolleté. Ja, und dann war es halt lustig, aber wir haben diesmal gar nicht irgendwie dann so Aufmerksamkeit irgendwie auf uns gezogen, weil ich glaube, wir waren irgendwie dann doch beide, irgendwie war okay, dass sie jetzt nicht bei uns saß. Ne? Aber dann war ich ja auch betrunken und dann kam sie an unserem Tisch vorbei, sie so, hey, na, wie geht's? Und dann sag ich noch so, ja, willst du dich nur zu uns setzen? Ey, dann setzt sie sich zu uns. Und ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, was man in so einem Moment falsch machen kann. Und zwar, Ja.
Habe ich dann, ich so, na, erinnerst dich noch an uns? Die so, ja klar. Und dann redete die so wie du vormittags noch im Podcast. Ich musste so lachen, ne, weil ich merkte, ey, die redet ja echt so. Und dann habe ich so als erstes gesagt, ja, wir haben heute Morgen noch über dich geredet. Also, es war auch nicht so gut. Also, er hat nicht gut über Natürlich. Dich geredet. Natürlich, hast du mich schön unter den Bus geworfen, danke. Ist aber richtig, unter den Weezer-Bus habe ich dich geworfen. Auf jeden Fall. Und dann, dann sage ich im nächsten Atemzug, weil sie gerade so irgendwie am Kopf gekratzt hat, okay. Weil sie so, sag mal, hast du dich rasiert unter den Armen? Ey. Und dann sagte sie, ja, ich muss dann jetzt, glaube ich, gehen. Ich so, warum denn das? Ja, ja, ich muss jetzt gehen. Also so, alles an Charming, Minute, alles zerstört. Und ja, sie muss jetzt nach Hause. Und dann sage ich nur, wie sie drei Tische weiter an so einen anderen Tisch sich gesetzt hat. Die nächsten zwei Stunden von so Produzenten. Perfekte und Ausrede dann, auch. Ich muss jetzt nach Hause und du setzt dich einfach so zwei Tische weiter. Weil es einfach auch wirklich egal ist. Oh, ja. Und dann pass auf, und dann war es so, dann bin ich raus und dann, ich hatte auch ein paar Bier zu viel, aber ich konnte, glaube ich, noch fahren. Dann wollte ich meinen. Bist du dir also, sicher, dass du das so drin lassen möchtest? Er ist ja Paywall. Okay. Und dann das auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ey, hatte ich das Licht angelassen von dem Talk mit Robert, war ich so abgelenkt und dann wollte ich Wagen starten, Batterie leer. Ach Gott. Ey, und das kostet in Berlin. Über Brücken 25 Euro. Ey, echt? Das sind echt Faschisten. Ey, weil der Taxifahrer, der stand ja neben mir mit seiner Karre, da war ein Taxi stand. Ja. Ich so, kannst du eben über Brücken? Ja, kein Problem. Und dann 25 Euro. Hat der gesagt, der Taxifahrer? Ernsthaft? Ja, und dann. Und dann hast du gesagt, ist mir zu teuer, hast einen Bullenwagen rangewunken. Da kommen gerade Polizisten und man könnte. Nee. Dann hatte ich ja schon, dann hatte ich ja schon. Ach so, das hat er schon. Ja, der Motor lief ja. Ach so. Okay, ich dachte, die hätten erst gesagt, was es kostet und machen es dann. Aber ey, das ist doch krank, oder? Also ich finde so, wo bleibt denn der Funken Menschlichkeit? Du hast dich dann auch noch mit dem Typen unterhalten, den du dann am nächsten Zebrastreifen umgefahren hast, der lacht dann bei dir auf der Motorhaube. Und du hast dann noch gesagt, immer, das ist vielleicht auch eine Abzocke hier in der Stadt. Alle verrückt geworden. Mann, Mann, Mann. Ja? Stell ich mir gerade so vor. Wie viel Uhr war denn das überhaupt? Das war ja wahrscheinlich 4 Uhr morgens. Es war halb drei, drei. Wir waren wirklich länger da, aber es war ja ein ganz netter Abend. Aber ich habe viele illegale Sachen gemacht früher als Kind. Ich bin auch immer ohne Führerschein Auto gefahren. Okay, wo denn? Auf Feldweg oder? Wobei Papenburg, plattes Land, ist auch manchmal. Nee. Also das ist so eine 30.000 Einwohnerstadt und innen drin gibt es auch so richtige Straßen und Laternen und fließendes Wasser, Strom. Und Straßen, aber das war immer so, ne? Ich wohnte in Papenburg, aber die cooleren Diskos waren zum Beispiel das Limit in Leer, also auf dem Weg nach Leer. In also ohne Thorsten Dupont. Ja, der war ja im Old Germany. Natürlich. Und genau, und dann habe ich immer gewartet, aber ich war, glaube ich, schon so 17 oder 18, aber ich hatte keinen Führerschein. Meine Eltern hatten echt so eine S-Klasse. Und dann habe ich immer gewartet, meine Eltern, also wir hatten ein Geschäft in Papenburg, ne? Das heute C&A und früher haben wir über dem Geschäft gewohnt. Und dann war es so, dass ja, meine Eltern, ich wusste immer, wann die ungefähr schlafen gehen und dann sah ich auch, wenn das Licht im Wohnzimmer ausging und so und so und so, dann habe ich immer gewartet. Und wenn die dann im Schlafzimmer waren, dann bin ich leise die Treppe runter. Und das Geile war in unserer Garage, die war irgendwann so elektronisch mit so einem Tor. Ne? Es okay. ging ganz leise auf. Ne? So, und dann habe ich halt, es war Automatik auch die S-Klasse. Ja, dann habe ich den Wagen mal rausgeholt, habe irgendwie ein, zwei Kumpels abgeholt. Und dann sind wir zum Limit gefahren oder in Steffens nach Neulehe oder Stricker, Dörpen. Und einmal bin ich in eine Polizeikontrolle reingeraten. Ah. Und da war ich richtig abgewichst. Und zwar war es dann so, da war irgendwie eine Straßensperrung, ne, auf dem Weg nach Leer. Und dann kam ich halt als Erster so, ne? Ich fuhr dann vor die Sperre, da war die Polizei. Und da habe ich einfach, weil drei Freunde im Auto, ist so ganz locker, Fenster runter. Moin, Abend, was ist das Problem, habe ich gefragt. Den Polizisten.
Er so, ja, hier gab es gerade einen Unfall. Ich so, ja, ist nicht so geil, ne? Wir wollen jetzt zum Limit. Wie kommen wir denn da hin? Also auch ein bisschen frech dreist. Er so, ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, da, und es gab ja noch keine Telefone und Ja. Navi und so, ne? Hat er mir das erklärt. Ich so, ja, gut, alles klar, ne? Und dann habe ich, glaube ich, noch die Dreistigkeit gehabt, weil die da gar nicht so Warndreieck oder so haben. Es meinte, man sieht das hier so schlecht mit der Sperrung. Vielleicht können Sie da irgendwas aufbauen, dass man das irgendwie besser sieht. Dann habe ich einfach, ich schwöre dir, und dann habe ich einfach gewendet. Wir haben uns richtig Schrott gelacht und dann bin ich, ja, zum Limit. Passte dann ja auch irgendwie ins Ganz schöner Profi. Limit. Schön Bitte? abgezockt, aber nur so geht's, ne? Ja, Offensichtlich. aber es gibt doch einen anderen Trick. Habe ich die Geschichte nie erzählt mit meinem Kumpel und der Flasche Bacardi, die Flasche Jack Daniels, die er Da getrunken hat? bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Naja, es war so, mein bester Freund hatte irgendwie Liebeskummer und wir waren dann im Apex Papenburg. Ja. Und er hat eine Flasche Jim Beam getrunken oder Jack Daniels, ich glaube Jim Beam. Und ich habe eine Flasche Bacardi Cola getrunken, also so gemischt dann, ne? Ja. Wir waren richtig dicht und ja, dann sind wir wieder zu unserer Garage von meinen Eltern. Und dann ist er hatte aber einen Führerschein. Er hatte zwar diese Flasche Jim Beam getrunken, aber er hatte einen Führerschein. Und dann haben wir uns entschieden, ey, wir fahren zum Limit nach Ihrhofe. Dann Ja. sind wir die Bundesstraße B70, sind wir gefahren mit dem Wagen meiner Eltern. Ich hatte, glaube ich, eine Motorcycle-Kassette da reingemacht und Hättest du ja geholfen, behauptet, ganz das kann ich ja laut. kaum Werde ich glauben. nie vergessen, das Lied STG von der Blizzard-Platte, ganz laut. Und er fuhr immer schneller. Also ich würde sagen, so 150 auf der Bundesstraße, wo 100 war. Und dann sehe ich von weitem nur so eine Kelle, die so winkt aus dem Wald, ne? Ey, und ich schreie ihn an, ich sage, weil ich muss, ey, die Bullen, ey, dann halten wir an. Wir halten an und er stellt den Motor aus und während der Polizist, das war so bestimmt so, sag ich mal, 30 Meter oder so, musste der jetzt von seinem Polizeiwagen zu uns kommen, fängt mein Kumpel an, komplett zu hyperventilieren, so, wie ein Schwimmer, ne? So. Und ich so, hä, was ist los? Er so, halt die Fresse, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Dann kommt der Polizist ans Fenster und sagt, ja, guten Abend, haben Sie mal die Papiere und bla bla bla, alles da, ja, okay. Ja, Polizist nimmt die Papiere, geht zum Auto, zu seinem Polizeiwagen, ne, um das zu Ja. überprüfen. Währenddessen mein Kumpel wieder einatmen, ausatmen, wie ein Idiot, ne? Also als ob er um sein Leben atmet. Ey, ich so, hä? Und dann kam der Polizist wieder und meinte, ja, wir würden gerne einen Alkoholtest machen. Ne? Ich so, ey, das ist das Ende. Ne? Jim Ja. Beam, eine Flasche, meine Mutter sah ich schon, S-Klasse, ohne Führerschein, bam, alles Chaos. Auf jeden Fall, dann sehe ich, wie er zu dem Polizistenwagen läuft, ne? Und dann sehe ich, wie der da reinbläst und so. Und dann ja, kommt er irgendwann zurück, setzt sich in den Wagen, schnallt sich an, stellt den Motor wieder an. Und fährt einfach wieder los. Ich gucke ihn an, was Okay. ist los? Er so, nichts. Hier 0 Promille. Also hat der Trick echt funktioniert. Krass. Okay. Also es ist ja für unsere, und du weißt ja, wir haben ja wirklich auch eigentlich durch die Bank weg sehr alkoholkranke und auch mit dem Gesetz ständig in Konflikt sich befindliche Hörer, die haben jetzt natürlich einen goldenen Tipp gekriegt und sagen, ja, wie geil ist das denn? Ne? Oder? Ja. Also das, ich glaube, die mussten wie viele Folgen jetzt hören? 50, 60, 70? Bis sie jetzt mal sagen, endlich lohnt sich mal die ganze Scheiße. Endlich mal ein praktischer Tipp. Aber Das war ey, jetzt quasi der, nicht ARD-Ratgeber rechts, sondern der Amazon-Ratgeber saufen. Ne? Oder aber ich muss dir Audible, muss man, sagen, Audible-Ratgeber saufen. ja, aber ich kann noch schlimmer, es geht noch schlimmer und zwar, Bist du dir da sicher? ja, ich habe das in Berlin dann auch mal gehabt. Ähnliche Situation, habe das auch gemacht, hat super funktioniert. Wahnsinn, ey. Ist Also voll das ist assi, natürlich, aber da muss ey. ich jetzt wieder als die Stimme der Vernunft sagen, das ist nicht in Ordnung, Oliver, das ist nicht nachahmenswert. Ja, natürlich nicht, aber ey, wir waren jung So. und passiert halt mal, ne? Ja, wann Wir bist du haben nach ja alle, Berlin jeder, gezogen? das,
2003. Danke, du Penner. Das ist dein Vorwurf der Woche. Ey, jeder, wir lügen alle, wir machen alle mal Fehler und ey. Aber weißt du, was, glaube ich, mein Highlight war? Und da habe ich gemerkt, ich habe echt die besten Eltern der Welt. Also wirklich, mein Vater war eh der beste Vater, den es, glaube ich, gibt. So der liebste Vater auch. Und gut, meine Mutter war schwierig, aber am Ende, ey, pass auf. Die waren im Urlaub, ne? Und ich war 17, hatte keinen Führerschein und Motorcycles spielten auf der Popcom in Köln, ne? Ja. Natürlich. Mit The No Twist, glaube ich, zusammen. Und ich, ey, ich musste dahin, aber ich wusste nicht wie und alles und ja, und dann hatte ich einen Kumpel, Ingo, und ja, wir sind dann zusammen nach Köln gefahren. Der hatte auch einen Führerschein, ne? Und dann sind wir nach Köln gefahren, aufs Konzert. Es war damals im Prime Club, hieß früher Luxor. Und ja, dann hatte Ingo nur so viel getrunken und ich war nüchtern. Und dann konnte der nicht mehr nach Hause fahren. Und dann wollte er plötzlich so, nee, meine Eltern kommen morgen wieder, wir müssen zurückfahren, ne? Ja, und dann bin ich mit der S-Klasse meiner Eltern die 3 Stunden von Köln nach Papenburg zurückgefahren. Und ich wurde dann auf einer dieser Brücken, wenn man aus Köln rausfährt, geblitzt. Oh nein. Mit 17 ohne Führerschein, ey. Oh. Und irgendwann kam er natürlich das Foto nach Hause. Ich war gerade in der Schule, ne, das Ding. Meine Eltern, ich komme zum Essen drauf. Oliver, ja, aber die haben es mit Humor genommen. Ne? Also, kann das sein, dass du in Köln warst? Ja, wir haben ja ein Foto von dir. Ja, dann haben die so ganz kurz geschimpft irgendwie, aber dann saßen wir da auch irgendwie, und das war echt das Coole an meinen Eltern. Also meine Mutter hat mich schon für komische Sachen immer bestraft, aber einfach um ihre Psychosen, glaube ich, irgendwie. Ja, in den Griff zum Beispiel, aber wenn du dir mit Josh Kuhn eingewichst hast und ihre kostbare Katzenpads genommen hast, um genau so, so den Dödel abzuwischen. Ja, aber wenn es hart auf hart kam, auch mein Vater, ne? Er wusste, dass meine Mutter so ein bisschen strenger ist. Es war mal eine Situation, da hatte ich eine Klausur geschrieben, ne, in Geschichte, in der Realschule. Und unser Geschichtslehrer, ey, das ist so absurd, das ist kein Witz, um jetzt einen zu machen. Der hieß wirklich Herr Braun. Der hieß Herr Braun und der kam aus Esterwegen. Das war 40 Kilometer von Papenburg, okay. Eins der ersten Arbeitslager damals. Ne? Es war so absurd. Ey, das war unser Geschichtslehrer. Und dann haben wir eine Geschichtsklausur geschrieben. Und du durftest ja einmal auf die Toilette damals. Ne? Du hast dich gemeldet und dann bist du auf die Toilette gegangen. Ne? Und ich war gerade in so einem Gedanken irgendwie fest. Und dann ging einer auf die Toilette und irgendein anderer fragt, wo geht der denn hin? Ne? Und er sagte so, mein, ey, ich so, sag einfach so, ey, der geht ficken. Wo geht der hin? Ne? Ey, es ist mir so rausgerutscht, ey. Und dann hat der Lehrer nur gesagt, Herr Polak, also bitte, das muss ja wirklich nicht sein. Der hat auch so komisch geredet. Und irgendwann kam ich nach Hause, mein Vater kreidebleich. Oh Gott, komm mal schnell ins Wohnzimmer hier an seinem Schreibtisch sitzen. Das darf Mama, er hat meine Mutter immer, ja. Mama, ne? Er hat, das darf Mama auf keinen Fall sehen. Ich so, was ist es denn? Was ist denn? Ja, hier ist ein Brief von einer Schule, vom Geschichtslehrer, wie so ein blauer Brief oder so. Nein, wirklich? Und da war dann das Wortlaut, ihr Sohn Oliver Polak äußerte sich mit dem Satz, als ein anderer Schüler auf die Toilette ging, wo geht er denn hin? Er geht ficken. Ich glaube nicht, dass das eine ey, mein Vater und dann vor mir so schön das Ding geschreddert werden, so ein Schredder, ey. Oh. Das war mein Man. Aber ist doch geil, das ist doch wirklich so eine Bonding-Aktion, oder? So zwischen, wenn man so eine kleine verschwörerische Gemeinschaft mal so bilden kann für den Moment, zumal man sich ja gemeinsam auch gegen die Institution auflehnt und sagt, komm, also die Institution, Mutter meine ich jetzt natürlich, das tut doch gut, oder? Das schweißt ja echt zusammen. Ich finde es auch wichtig in der Beziehung, weißt du, dass man genau dieses Gefühl hat, ne? Dass man so ein Team ist, zusammengeschweißt und man so manchmal so die Leute anguckt und denkt so, ich glaube sowieso, dass das in der Erziehung ja ganz elementar wichtig ist. Also klar, natürlich schimpfen, Mensch, meinte meckern. Gerade in einer Beziehung. Ja, in einer Beziehung auch, aber in einer Beziehung. Gerade Erziehung, okay. Ja, man ist ja auch, also die Beziehung zwischen Vater und Kind ist ja auch eine Beziehung, so. Also nicht im R. Kelly-Sinne, sondern jetzt im klassischen pädagogischen Sinne. Und glaube schon, dass das elementar wichtig ist, dass man, sag mal, natürlich, klar, Führung, keine Frage, und Anleitung, aber dass man halt eben auch immer wieder klar macht, ey, wenn irgendwie die Scheiße am Dampfen ist und wenn du einen umgebracht hast, dann rufst du zuerst mich an und wir gucken gemeinsam,
ob wir irgendwie eine Lösung finden. Ich glaube, da ist man auf jeden Fall schon auf dem richtigen Pfad. So würde ich mal behaupten. Apropos, hast du, ich habe gerade kurz noch irgendwann gelesen, Bill Cosby, ich habe nur die Schlagzeile gelesen, Bill Cosby bezeichnet sich selbst als politischen Gefangenen und vergleicht sich selbst mit Gandhi. das ist wirklich, finde ich auch gut. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Gandhi ist. Also. Ach, ey, apropos, Lügen und so. Ich hatte jetzt die Tage, wurde ich ich habe sowas gelogen vor ein paar Tagen. Nein. Ich wurde kritisch beäugt. Und zwar war ich in einem türkischen Kiosk und der Besitzer sagte, ja Mensch, und so, was schreibst du als nächstes? Und dann stand so 2 Meter weiter weg an einem Stehtisch auch eine Frau, so sagen wir mal, so Mitte 60, auch türkische Abstammung mindestens, sagte so, was schreiben Sie als nächstes? Guckte mich so an, weil sie wusste, was ich so beruflich mache. Ich habe so wirklich, ich habe noch keine Ahnung. Du hast so geantwortet, Koran Teil 2, die genau. Wahrheit. Ja, ich weiß ja nicht, ob sie, also, ne, dass sie war, es war nicht erkennbar, welchen Glauben sie war. Auf jeden Fall, was schreiben Sie als nächstes? Ich so, weiß ich noch nicht. Kommen Sie mal. Ich so, okay. Ja, aber das sind so Griechen, die du gerade imitierst. Mein Name ist, du weißt, Elena Sarikagin, aber Sie kommen Sie. So. Du Idiot, ey. Elena Sarikakis. Kennst du noch Elena Sarikakis aus der Lindenstraße? Ja, ich fand sie immer ganz unangenehm. Beate ist Hexe. Sie bringt nur Glück über die Familie. Bitte, bitte nicht diese Frau, bitte nein. Egal. Das hört sich fast schon ein bisschen an wie Marcel Reich-Ranitzky auf Ketamin. Ja, so ein bisschen, ne? So, auf jeden Fall, die sagt, worüber schreiben Sie? Ich mach's jetzt mal so notdürftig mit dem Akzent. So. Ja, sag doch einfach, sie hat mich gefragt, worüber ich schreibe. So, dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. So, dann guckte sie mich an, kniff die Augen so ein bisschen zu und sagte, warum ist Hannelore Kohl gestorben? Ich so, keine Ahnung, Einsamkeit, Depression. Und dann guckte sie mich an, so einen Moment Stille. Wissen Sie es nicht oder wollen Sie es nicht sagen? Und du sagst ja, so, was hab ich denn damit? Und dann sie, so einen Moment Stille. Und dann guckte sie mir auch so die, dann diese Larry Davidson Augenschlitze und dann, ja, aber was hat sie denn gesagt? Ja, und dann sagte sie noch hinten raus, ja, wollen Sie es nicht sagen? Ich so, ey, was? Nee, ich habe keine Ahnung. Und dann sagte sie noch, die Leute sagen Sonnenallergie, aber in Deutschland gibt es keine Sonne. Und dann dachte ich, okay. Hammer. Schönen Tag noch, ich gehe dann jetzt mal. Aber wie ist sie denn, hat sie sich umgebracht? Die Frau in dem Kiosk nicht, die ist da stehen geblieben. Nein, die Hannelore Kohl. Bei Hannelore Kohl, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, ob das jetzt offiziell so verlautbart wurde, aber also nach allem, was man weiß, hat sie sich umgebracht. Ja, ich glaube, wahrscheinlich Tabletten oder so, weil sie natürlich, wie ja damals auch Wolfgang Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident, ja auch offen Helmut Kohl angegriffen hat, gesagt hat, er hätte Hannelore Kohl da in dem Bungalow in Oggersheim versauern lassen. Und so gänzlich falsch ist das ja offensichtlich auch nicht. Also sie war offensichtlich sehr, sehr einsam und diese Lichtallergie war ja offensichtlich eher sowas Psychosomatisches, was sich dann entwickelt hat. Einfach aufgrund von Einsamkeit und ja, ich glaube, da nach Einsamkeit kann man einen Punkt machen. Ja, Tatsache. Bitter auf jeden Fall. Ich habe übrigens, wenn meine Stimme so ein bisschen raw klingt, ich habe eine Bronchitis. Also. Ja, ja, das war doch die Frage. Wir hatten doch die Tage gesprochen, da war es irgendwie, da sagtest du, die Lunge, irgendwie, du hattest Angst, eine Lungenentzündung. Ja, ich hatte Angst, dass ich sterbe in meinem Bett, dass sich die Gürtelrose zuzieht oder Lungenentzündung. Aber da lag ich da echt panisch nachts im Bett und ich wusste nicht, was mache ich. Irgendwie habe ich mich dann irgendwie beruhigt, auf jeden Fall. Es ist nur eine Bronchitis angeblich und jetzt muss ich hier irgendwie so Zauberwurzeln irgendwie nehmen und hoffe, dass das weggeht. Apropos umgebracht und tot und so, wo wir gerade bei dem Thema sind. Die schönen Themen. Ja, erzählte die Tage meine Schwägerin eine Geschichte. Da waren Bekannte bei ihr
Also, und dann riefen, also mit Kindern, ja, riefen, so, die waren, Bekannte mit Kindern waren da, sondern riefen irgendwelche. Stahl? Bitte was? Ja. Und dann rief. Stahl? Ja, dann ich glaube, das war so, ich glaube, also meine Schwägerin hatte Besuch von einer Freundin und die war mit beiden Kindern da. So, wer aber nicht mit war, war der Vater der beiden Kinder und der Mann dieser Freundin, weil der war zu Hause. Und der rief dann aber dort an und sagte immer, kann ich mal ganz kurz meine Frau sprechen? Wir haben hier gerade ein kleines Problem. Und der rief dann die Frau an, die ging dann ans Telefon und sagte, hör mal, die Kaninchen hier, der Hase, das Weibchen ist hinüber. Der war wohl irgendwie bei den Nachbarn untergebracht, der weibliche Hase. Und der wurde wohl irgendwie, seit einigen Stunden wurde der, ich zitiere, totgerammelt. So, es war wohl so, dass dieses weibliche, der weibliche Hase, der war dann in diesem Stall und wurde dann von dem männlichen Nachbarshasen über Stunden hinweg einfach durchgerappelt. Und jetzt hing dieser weibliche Hase so ein bisschen fertig in der Käfigecke, wurde aber auch immer noch so ein bisschen angerammelt. Also der ließ auch nicht ab von ihr, das Männchen. Und der weibliche Hase, der sagte jetzt nicht mehr allzu viel. Und der Mann, auch so ein bisschen hilflos, sagt immer, nicht wenn die Kinder gleich nach Hause kommen, das ist ja der Hase hier, der bewegt sich quasi nicht mehr. Da wäre es wirklich das erste Mal, dass der Hase sich der andere so eine Zigarette anzünden könnte und sagt, boah, die Alte habe ich tot gefickt. Wirklich, ja. Und der Mann am Telefon so ein bisschen verzweifelt, dass der, was mache ich denn jetzt, keine Ahnung. Und der Hase, der bewegt sich kaum noch, ich glaube, der ist echt totgebumst worden. Was mache ich denn? Aber pass auf. Ja, warte bitte. Und dann, Entschuldigung. Und dann sagte die Frau dann, die jetzt ja noch bei Freunden dann halt war, sagte, ja, dann geh doch zum Nachbarn, der ist doch Jäger. Und dann ist er zum Nachbarn gegangen und hat gesagt, hör mal, hier der Hase. Und der Jäger hat sich den Hasen, den Weiblichen angeguckt und da machen wir das, das hilft ja nichts. Und dann hat er die Schrotflinte genommen. Und hat wirklich aus kurzer Distanz diesen Hasen einfach erschossen, wo du sagst, ey, welchen, der halb tot gefickt hat? Ja, natürlich den halb toten, ja klar. Die sind davon ausgegangen. Ich dachte den anderen. Nein, natürlich den halb toten, weil er ist davon ausgegangen, der wird jetzt diesen weiblichen Hasen von seinem Leid erlösen, der halt einfach quasi gerade drauf und dran war, ins weiße Licht zu gehen. Er hat gedacht, na gut, dann machen wir kurz einen Prozess, das ist ja auch schön. Jetzt begraben wir den. Ins weiße Licht zu gehen, hört sich an wie die neue Single von Silbermond. Max Giesinger. Ja, und jetzt, pass auf, und jetzt ist er aber, dann hat sich aber wohl im Nachhinein herausgestellt, also der Hase wurde dann erschossen, offensichtlich auch aus nächster Nähe, wo ich mir auch denke, das sieht ja auch nicht so schön aus. Dann haben sie dieses Stück Fell begraben und bevor die Kinder wiederkommen. Und es stellte sich dann aber im Nachhinein raus, dass also dieser weibliche Hase jetzt nicht klassisch totgebumst wurde und jetzt auch nicht wirklich tot war, sondern der hatte wohl eigentlich nur so eine leichte Ohrenentzündung und mit so einem Tropfen Medizin wäre er sofort wieder bupp, quick lebendig gewesen. Aber ja, wie soll ich das sagen? Es ist also manchmal, unglücklich, es war ein gelaufen. Kunstfehler. Ich würde sagen, es war ein Kunstfehler. Sehr, ein sehr fataler. Gelaufen. Sehr aber letzte Woche gab es ja eine ähnliche Situation in London, in einem Zoo. Ja. Da sollten zwei Tiger zusammengeführt werden, oh Gott, ja. Die sich paaren sollten. Also ein Mann und eine Frau. Ja. Und die werden ja erst, der eine kam irgendwo von woher, der Tiger aus einem anderen Zoo. Und dann werden die ja erstmal in so Gehege direkt nebeneinander gebracht, damit die sich so schon riechen und beschnuppern können und so. Und dann war es so, die wurden zusammengeführt und der männliche Tiger hat dann die den anderen Tiger getötet. Ja, Wahnsinn, ne? Also wie schief kann so ein Date laufen? Ja, vor allen Dingen, ich meine, der hätte ja, wenn er schlau gewesen wäre, hätte er erst noch Sex gehabt mit ihr, weißt du? Ja. Aber das ist ja total, ein bisschen wie dieser neue, wie heißt der, Fatih Akin-Film, Der goldene Handschuh, klingt das ein bisschen, also mit Tigern. Ja, der kam auf der Berlinale auch nur bedingt gut an, ne? Der goldene Handschuh, nach allem, was man so, also ich habe sehr unterschiedliche Kritiken wahrgenommen, irgendwie, es war jetzt nicht alles, es war ein guter klassischer deutscher Satz, es war nicht alles schlecht, aber wurde von vielen wirklich
sehr, ja, wie soll man das, sehr, er wurde jetzt nicht von allen willkommen geheißen, weil er muss wohl sehr drastisch sein auch in der Darstellung der sexualisierten Gewalt, was wenig überraschend ist, weil wer das Buch gelesen hat, weiß ja schon, was in dieser Milieustudie passiert. So, dass natürlich jetzt kein Happy Movie ist und dass wahrscheinlich jetzt nicht Catherine Heigl also ist jetzt nicht Bernhard und Bianca Feeling, wenn man den Film schaut. Das ist absolut richtig. Ist jetzt nicht die klassische Rom-Com, wie man so schön sagen würde. Finde ich also insofern auch, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was die Kritik diesem Film dann einfach so berechtigterweise vor. Gut, der Spiegel hat auch wohl relativ hart abgekürzt. Andererseits muss man sagen, der Spiegel tut sich vielleicht auch einfach ein bisschen schwer mit Stoffen, die relativ dicht an den tatsächlichen Geschehnissen entlang berichten. Ist vielleicht gerade nicht so deren. Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Hast du ihn gesehen? Nee, aber ich verstehe auch nicht, warum man Horrorfilme und sowas guckt. Ne? Wobei der Goldene Handschuh ja explizit kein Horrorfilm ist. Ne? Also er hat ja nicht diesen klassischen, er hat ja keinen Horrorfilm-Ansatz. Er will ja nicht die Leute schocken im Sinne von erschrecken. Naja, es haben schon sehr viele Leute das Kino verlassen. Ja, aber der Horror ist ja eher, der Horror entsteht ja nicht über Schreckmomente im Sinne von, jetzt passiert etwas Unerwartetes. Er legt es ja nicht darauf an, die Leute zu erschrecken im Sinne von, da kommt jetzt so ein, spricht ja, glaube ich, von Jumpscare oder so, dass der Schnitt oder die Musik es darauf anlegt, dich wirklich geisterbahnartig zu erschrecken, sondern der Horror entsteht natürlich einfach über das Sittengemälde an sich und über natürlich auch die mitunter ja relativ drastische Gewaltdarstellung. Aber da der Film ja auch versucht, das abzubilden, was damals passiert ist und vor allen Dingen das Milieu, in dem das Ganze passiert ist, geht das natürlich nicht ab, ohne halt zumindest zu verstören mit dem, was man da zeigt. Ja. Ne? Ich habe einen anderen Film noch auf der Berlinale geschaut, und zwar, der heißt Berlin Bouncer. Das ist über drei Türsteher, Berliner Türsteher-Legenden, so Sven Marquardt, ist der Türsteher, dieser ein Gesicht tätowierte vom Berghain. Dann Smiley, das ist ein Türsteher, bekannt wurde auch durch das Cookies. Ja. Und war auch in meiner Sendung ja der Türsteher Applaus und raus. Und dann noch Frank Künster, der Türsteher von der Kingsize Bar. Und ich kenne alle drei. Also nee, Sven Marquardt kenne ich nicht. Stimmt, nur vom Sehen. Weil er in meiner Straße Nur vom Sehen kennt Sven Marquardt übrigens sehr viele. Blut und Eisen heißt der Tattoo-Laden, in dem er lange gearbeitet hat. Und der war früher in der Straße, wo ich lebe. Sven Marquardt? Genau. Der ist auch Künstler, ne? Und Fotograf und so. Sehr. Genau, Fotograf. Ja. Aber da war so ein anderer Berliner, war auch geil. Ich habe von dem Film erzählt, dann war ich bei Paul's Boutique. Das ist so ein Secondhand-Laden in der Rudeberger Straße. Ja, also wenn man auf Secondhand steht, ich habe da so einen Tick. Ich kann das nicht anziehen, Secondhand. Also ich könnte von dir was tragen, wenn mir das passen würde, ja, ne? Weil ich dich so, aber ich finde das komisch, so Sachen von anderen Leuten, aber auch Möbel, so alte, da hängen meiner Meinung nach immer so Geschichten und Aura und alles irgendwie dran. Weiß ich nicht, dann hast du plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, was in der Bude. Auf jeden Fall, dann war ich da bei dem Frank, der den Laden macht, und dann erzähle ich von dem Film, und dann meinte ich, ja, der ist ja auch Fotograf und Künstler, wie du gerade auch. Ey, Oliver, das interessiert doch keinen, was er macht. Der hatte einmal mal Glück, dass er irgendwie an der Tür vom Berghain stand, sonst hätte das bis heute niemand interessiert, was der fotografiert. Das ist so Berliner, ne? Hä? Ja, da hat er ja nicht Unrecht. Also. Naja, auf jeden Fall war der Film nicht. Also ich liebe diese drei Figuren und es war auch schön, die zu sehen in ein paar Situationen, die auch sehr anrührend waren, aber irgendwie wurde viel zu wenig Nachtleben der letzten Jahre gezeigt. Diese Situation an der Tür, die ich sehr interessant finde, wurde sehr wenig eigentlich so behandelt und besprochen, und irgendwie ging der nicht richtig in die Tiefe bei den Protagonisten, was nicht die Schuld der Protagonisten ist, die sind wie gesagt super. Und bei Sven Marquardt war es so, dass es leider eigentlich wie so eine Selbstinszenierung war. Und es gab nur einen berührenden Moment, da ist er irgendwie nach Rostock gefahren, so wie er halt aussieht, und ist dann nach Warnemünde in dieses
bekannte, berühmte Hotel Neptun, ne? Und da gab es irgendwie so eine Situation, wo er auf dem Balkon im 18. Stock steht und aufs Meer guckt und dann steht er unten am Wasser und er redet über seine Homosexualität und Homosexualität im Alter. Und das wurde dann irgendwie so interessant, weißt du, das mal so. Ja. Und das fehlte mir. Das hat der Sohn von Helmut Dietl, hat, ich glaube, der ist David Dietl, ich bin mir nicht sicher, gedreht den Film und ja, weiß ich nicht, irgendwie. Ich sah den Typen dann auch so bei der Premiere dann in seiner Weste da irgendwie stehen und dachte ich, ja, genau, das ist die Radikalität Weste, also die eben ja. nicht... Aber es fehlten, also ja, es fehlten quasi die Momente, die dann eigentlich berühren, ja, die man... Ja, total. Ja. Also es gab zwei Momente, das war eben, wo der Sven Marquardt, drei Momente, Sven Marquardt irgendwie auf diesem Balkon stand und Smiley, der dann irgendwann zu seinen Verwandten, die er ganz lange nicht gesehen hat, gefahren ist auf so eine Insel irgendwo in Amerika, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wo das war. Und dann, was war das andere? Genau, und Frank Künstler, der irgendwie bei seiner Schwester irgendwie Familie am Tisch saß und dann sagt, ja, da waren irgendwie weirde Gespräche. So. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, was war. Aber auf jeden Fall trotzdem, wenn man in Berlin lebt und diese Leute auch kennt und Berlin ein bisschen, ist es auf jeden Fall, kann man sich trotzdem mal reinziehen, den Film. Aber apropos reinziehen, ich habe mich ja gerade erschrocken. Ja. Erschrocken. Du weißt, wer HC Strache ist, ne? Ja, klar. Ja, ja, logisch. Ist doch, kann man sagen, ist sehr rechts. Ist ein Rechtspopulist, oder? Ja, genau. Also, aber also, jetzt, also ich habe gerade auch ein Foto geschickt bekommen, wo er wirklich in mit Maschinengewehr. Du hast jetzt gerade was geschickt gekriegt, ne? Weil man hörte gerade, ja, dass du eine E-Mail oder irgendwas bekommen hast. Genau. Und zwar, da steht er mit so einem Maschinengewehr im Wald, als er jung ist, so Deutschland-Patch auf. Das kenne so ich, glaube ich. So ein, das Bild. Genau. Genau, und aber parallel geht der rum, Bruder hatte sich doch vor 10 Tagen entschuldigt, dass er jetzt auch achten würde, mit wem er Fotos macht. Oh nein. Und ein schönes Foto mit Strache, wo sie beide lächeln und sich die Hand. Und er schreibt dazu, hat sich Strache, eine faszinierende Persönlichkeit, ein großer, ehrlicher, pointierter, mutiger Querdenker unserer Zeit. Solche Intellektuellen braucht unsere europäische Wertegemeinschaft, damit das christlich-jüdische Abendland Zukunft hat. Ach ey. Ey, ehrlich, ja. Für mich hat Broder echt den Faden verloren. Ja. Der ist einfach mittlerweile echt eine, ich weiß übrigens, wer Hendrik im Bruder ist, der ist mittlerweile wirklich eine Karikatur von sich selbst geworden. Schade ist, eigentlich, wirklich, ne? Schade. Ja, aber ich glaube einfach, dass der ist nämlich privat irgendwie, wenn man den so trifft, ne, irgendwie ein ganz netter Typ, auch ein ganz cooler Gesprächspartner so. Ne? Das ist sogar weil, Steinhöfel, wenn man den privat trifft, ist halt auch ein ganz netter Gesprächspartner. Und da sind, aber sobald der halt so Publikum hat, ist halt unerträglich, ne? Ja, weil das sind so One-Trick-Ponys, ne? Die haben halt einfach wie so total, eskalierende ja. Fünfjährige irgendwann gemerkt, auf was das Publikum zuckt. Und da sind wir wieder bei dem alten Mantra, Eitelkeit schlägt Intelligenz. Weil er ist natürlich intelligent genug, um sich über viele Themen deutlich differenzierter Gedanken zu machen. Aber er weiß halt einfach natürlich, dass die Leute auf bestimmte Dinge viel mehr zucken und er bedient das halt gnadenlos. Und das ist schlimm genug, wenn es dumme Leute tun. Es ist aber tragisch, wenn es intelligente Leute machen, die es besser wissen müssten. Und das finde ich so, weißt du, wenn Felix Baumgartner, der zugegebenermaßen einen spektakulären Sprung, aber halt eben dann doch auch nur einen Sprung aus einer Kapsel hingelegt hat, sich rechtspopulistisch äußert, dann sage ich, ja, schade, aber der bringt halt einfach intellektuell nicht mehr mit. Wenn sowas aber halt einem Bruder entfährt oder auch einem Steinhöfel, der ja wirklich ein intelligenter Mann ist, dann finde ich das immer so bedauerlich, weil sie es wirklich besser wissen. So, und viel mehr in der Lage dazu sind, sich differenziert Gedanken über Themen zu machen. Und das finde ich bedauerlich. Aber das ist so, das ist derzeit so. Es gibt halt immer nur entweder... Ja, wenn ich so eine Scheiße schon wieder, christlich-jüdische Abendland, auch dieses... Dafür ist der Jude dann gut genug.
So, da sagt man, komm jetzt. Ja, und dieses, auch vom Bruder seit Jahren, dieses Moslem-Bashing, es nervt einfach, weil auf der einen Seite dann so eine Toleranz fordern, so was die eigene Religion angeht, ne? Ja. Dasselbe im Grün machen, was man eigentlich verachtet. Sowieso, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es um den Grünen ist oder Rot oder Blau oder Gelb, aber du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und es ist ja auch so, ne? Übrigens noch ganz lustig, weil wir gerade bei Publizieren und so sind. Ich bin ja diese Woche, mache ich ja die große, also heute, diese Woche hat die große Presserutsche angefangen, weil ja am 19. mein Buch rauskommt. Und jetzt mache ich natürlich einen Termin nach dem anderen. So. Und hau also raus und mache da die große, den großen Interviewmarathon, oder hatte ich gestern, bei einem meiner Kaffeestammläden. Hatte ich dann einen Journalisten empfangen und habe mich dann mit dem sehr nett unterhalten. Und der hatte einen Fotografen mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können natürlich, klar, können wir ein Foto machen, logisch. Und nur bitte nicht hier drin, weil ich will jetzt auch nicht so einen riesen Aufriss machen, so nach dem Motto, oh, da kommt jetzt die Presse und so. Ein bisschen peinlich ist mir das dann schon. Okay, ja, ist in Ordnung. Dann haben wir, dann haben wir die Fotos draußen gemacht. Also dieses Café hat eine relativ große Glasfront, ja. Und dann haben wir die Fotos draußen gemacht. Aber der Fotograf hat in dem Laden, durch die Glasscheibe, in dem Laden, diesen Schirm, wo der Blitz dran befestigt war, in dem Laden aufgebaut, sodass der Blitz durch die Glasscheibe nach außen geblitzt hat. Also noch schlimmer, weil dann hat ja nur wirklich jeder geguckt, aha, was ist denn da los? Weil dieser Blitz in dem Laden stand und immer nach außen geblitzt hat. Also noch mehr Aufbau und noch mehr, guck mal, da wird einer fotografiert, konnte es nicht geben. Ich stand dann auch so draußen und dachte so, ja, das ist jetzt, sag mal, ziemlich genau das Gegenteil von unauffällig. Aber dann war es auch irgendwann schon egal, wenn du denkst, komm, ey, naja, egal, ne? Aber du kennst das Ganze ja, du weißt ja, wie das ist, wenn man so total diverse Pressetermine hat. Total unangenehm, aber man hat selber den Fehler. Man darf, man soll es natürlich an Orten machen, wo man sich wohlfühlt. Dann neigt man halt dazu, so einen Stammcafé zu nehmen. Das Problem ist, also eben, wenn es nur so ein Interview ist, ist auch kein Problem. Aber eben sowas ist dann scheiße. Ja, also mit dem dann plötzlich Fotokamera raus. Ja, und, das ist so. Und manchmal ist man dann auch so, ja. Ziemlich genau das war's. Es war natürlich auch komisch, weil, wie das halt immer ist, ne? Du weißt ja, die Komik entsteht ja vor allen Dingen dann, wenn du wieder in großem Stil scheiterst, und in dem Fall ging das natürlich komplett nach hinten los. Aber genau, wenn es darum geht, irgendwo Fotos zu machen oder so, sage ich dann eigentlich immer, wenn ich mich irgendwie darauf vorbereiten kann, bitte nicht in diesen Läden, in denen ich regelmäßig bin, weil, also ich habe auch schon in einem Stammcafé auch schon so Achtelprominente gesehen, die dann auch, sagen wir mal, so ein Video von sich haben drehen lassen dort, wo ich dachte so, ach ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Also, ja, dein Buch erscheint am Dienstag. Ja. Das heißt, zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, oder? Genau, und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Richtig. Und Untertitel: Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, aber trotzdem drüber schreibe. Genau, ja. Und es ist eine, wie viele Kolumnen sind das? 20, 30? Ja, es sind eher so 40, würde ich mal sagen. Es sind so im, echt krass. So, ja, du hast aber auch ein paar neue geschrieben. Genau, ne? ich hab nochmal so 10 neue Texte geschrieben, teilweise auch echt lange Texte. Das sind dann schon fast keine Kolumne mehr, sondern eher so Kurzgeschichten. Unter anderem diese, ja, hier ja teilweise schon ausgewalzte Umzugsepisode. Und ich muss sagen, das Feedback, also von den Journalisten, mit denen ich bislang gesprochen habe, ist wirklich durch die Bank weg sehr positiv. Ja, aber das kann ich dir erklären, warum das positiv ist. Die, ja, klar, haben einfach so viel Schiss vor dir, weil, ja, die sicher wissen, wenn die was Negatives sagen, dann kriegen die erstmal eine Kolumne eine Woche später. Ja, sicher, später. Ist auch richtig so. Die sollen nicht fürchten. Ja. Sehr, sehr schlaues Konzept. Oder? Nein, also ich muss ja sagen, also ich habe oft deine Dinger da gelesen, deine Kolumnen, und irgendwie habe ich so ein bisschen verloren in den letzten Monaten, aber vielleicht, weil ich auch mit meinem Buch zu beschäftigt war. Allein wenn ich an die Soho-Haus-Kolumne denke oder viele andere, und du hast jetzt ja ein bisschen gelesen auch mal auf Instagram und Facebook, und ich finde, du hast eine sehr schöne Lesestimme auch. Vielen Dank. Es macht sehr, sehr viel Spaß, dir zuzuhören, und ja, hiermit empfehle ich dieses Buch, dass man das kaufen soll.
Und man kann dich ja auch damit im Mai, Juni bist du mit Gästen auf Tour und willst ja auch lesen und ja. Genau. Also mit Gästen, also ich kann auch diverse, also ich kann viele Namen jetzt noch nicht nennen, weil das noch nicht so fix ist, aber ich kann Das ist auch so eine Masche seit 2 Monaten. Ich kann die Namen noch nicht nennen. Das ist der alte Medientrick. Ey, wir haben noch niemanden. Doch. Ich kann wirklich, es sind wirklich viele gute Leute schon dabei. Klaas, Häufer Umlauf. Klaas kann nicht. Klaas hat keine Zeit. Inas Nacht. Klaas würde, Inas aber Klaas kann nicht. Joko Winterscheid wahrscheinlich. Also Atze Schröder. Ich tippe jetzt, ne? Okay, also tipp mal. Ja. Naja, also es gibt aber auch Namen, die vielleicht im Zweifel noch eher überraschend sind, die man jetzt nicht sofort in meinem Kosmos verortet hätte. Jörg Knör. Ja. Oh Mann, ey. Ach so, eins muss ich noch nachreichen. Wir waren ja, letzte Woche waren wir ja so gut drauf. Es geht weiter mit den kölschen Filmen. Du bist zu mir gekommen am Tag der Hochzeit meiner Schwester. Nein, scheiße, meiner Tochter. Wann habe ich da gesagt, das ist die Hochzeit meiner Tochter? Und ich bin der Don Corleone. Wobei bei Kölsch heißt das ja, ich bin der Dom Corleone. Ne? Ich habe ihnen ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen konnte. Und jetzt du, einen darfst du noch. Aber ich verstehe das gerade nicht. Ja, wie kölsche Filme. Letzte Woche hatten wir Jurassic Park. Ne? Und Tyrannosaurus Ex konnte die Echse. So. Ich hab was, okay. So, jetzt bist du aber wieder drin, ne? Ja. Ich hab jetzt, und zwar, Mati, großer Gott, wir müssen zurück in die Zukunft. Wie sollen wir das machen? Ich hab schon 3 Kölsch getrunken, Röckel, schon einen halben Hahn, wir sollen einen Wagen fahren. Der Oliver Polak, der fährt auch ohne Führerschein, wird oben schon kommen. Machen wir noch einen Kölsch, ne? Selbst, weißt du, Wenn du Kölsch redest, ne, dann geht auch die Traurigkeit weg. Selbst wenn du so alleine in so einem Wellness-Hotel sitzt und du siehst da die ganzen Pärchen rumknutschen den ganzen Tag und du bist vielleicht ein bisschen traurig, dass du alleine bist mit deinem Köter. Ne? Köter. Wenn du da in Kölsch drüber nachdenkst, du musst nicht mal reden, nur wenn du drüber nachdenkst in Kölsch, bist du gleich gut drauf. Und die Bewegung, ich merke auch gerade, ne, wie ich die Arme hoch mache, ja, runter mache. Ich bin der Helge Malschow und dann bin ich Rainer Kalm und ich bin alle zusammen. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich, ne? Ja. Sache viert ist, ich habe den Code Red befohlen. Ich bin der Typ, der oben auf der Mauer steht. Sie wollen die Wahrheit wissen, sie können die Wahrheit doch ja nicht ertragen. So ist das nämlich. Ich das ist auch, Frage das der Tokotronik, Ehre. Tokotronik müssen mal in Kölsch noch mal ihre Hits aufnehmen. Best of so, aber hier ne, leben, nein, danke. Sehr schön. I hurt myself today to see if I still feel. Ja, auf Englisch ist es schwierig, ne? Ja. Mit so einem kölschen Akzent. Ja. Egal. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, und werden es doch niemals sein. Und auch Blumfeld so, ne? Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke, aufdrehe, jeder geschlossen raus. Ich bin hier 1000 Tränen tief. Ja, 1000 Tränen, aber da machen wir ein kleines Büchlein bei Kippenheuer und Fitsch.